Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Behandlung der Staatsverträge und die verschiedenen Positionen dazu, die Kollege Gelbhaar hier deutlich gemacht hat, die kranken nicht an dem Verfahren. Das Verfahren ist eindeutig. Die Verfassung sagt, bei Staatsverträgen gibt es eine Informationspflicht frühzeitig gegenüber dem Abgeordnetenhaus. Und diese Informationspflicht ist der Senat auch nachgekommen. Daran hat es nicht gelegen. Es hat daran gelegen, dass wir hier zwischen verschiedenen Beteiligten, zwei Bundesländern, Senat, Exekutive und Parlament, einen Konsens herbeiführen mussten. Und das ist naturgemäß nicht so ganz einfach, wie Sie das hier suggerieren. Und deswegen gibt es bei solchen Staatsverträgen häufig Kompromisse. Und hier ist ein Kompromiss, der hier vorliegt, den wir heute würdigen müssen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Dr. Weiß? Nein, Herr Kollege Weiß, nein, Frau Präsidentin, ich möchte tatsächlich wegen der Kürze der Zeit hier die wichtigen Aspekte ausführen. Wir müssen nämlich festhalten, dass wir hier den ersten Änderungsstaatsvertrag zum RBB haben. Seit 10 Jahren, 11 Jahren arbeitet dieser RBB auf Grundlage dieses Staatsvertrages und wir können festhalten, dass das ein richtiger, ein guter Staatsvertrag war, auf dem sich der RBB zu einem Erfolgsmodell entwickelt hat. Die gemeinsame Rundfunkanstalt hat einen guten Weg genommen. Wenn man sich das Radioprogramm anguckt, ist es herausragend. Wenn man sich das Fernsehprogramm anguckt, kann man natürlich im Detail streiten. Aber insgesamt haben sehr viele dazu beigetragen, dass der RBB eine erfolgreiche Anstalt innerhalb der ARD geworden ist. Wir haben hier es zu tun mit der Anpassung des Rechtsrahmens in der Folge des 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrags der Länder und auch des Beihilferechts der Europäischen Union. Und wir haben viel Änderungen bei Begriffen wie Angebote, Telemedien, Rundfunkprogramm und so weiter. Wir haben auch viele Anpassungen dergestalt, dass etwa die Wörter zu den polnischen Nachbarn ersetzt werden durch die Wörter zum polnischen Nachbarland. Damit haben wir den Text gegendert. Solche Maßnahmen sind da drin, die notwendig sind. Das ist, glaube ich, hier alles Konsens. Beim Rundfunkrat haben wir eine Neuerung, die, glaube ich, auch sich sehen lassen kann, nämlich, dass wir den Wechsel zwischen Männern und Frauen im Rundfunkrat nicht mehr als eine Sollvorschrift haben, sondern als eine Mussvorschrift. Es muss künftig zwingend ein Wechsel zwischen den Geschlechtern stattfinden. Dafür hat der regierende Bürgermeister gesorgt. Und ich glaube, das ist ein echter Fortschritt im Rundfunkrat. Wir haben weitere Änderungen, darauf hat der Kollege Gelbhaar hingewiesen, im Rundfunkrat nicht vorgenommen. Das hat an verschiedenen Beteiligten gelegen. Alle wissen, dass hier sich auch in der SPD-Fraktion viele vorstellen konnten, dazu Änderungen zu kommen. Das hat sich in den Verhandlungen nicht durchsetzen lassen. Wir werden damit leben. Wir werden auch damit leben können, weil wir ein Prinzip dort auch zur Seite haben, nämlich das ist das Prinzip der Spitzenverbände. Natürlich kann man einzelne Organisationen wie Senioren oder auch Behinderte dort direkt vertreten. Man kann aber auch sagen, dass durch die Spitzenverbände diese Anliegen mit vertreten sind. Sie sind jedenfalls nicht völlig außen vor. Und deswegen bitte ich darum, dieses Prinzip der Spitzenverbände zu würdigen. Und ich glaube, dass alle anderen, auch die Interessen von Behinderten etwa im Sender, dort mitvertreten. Wir haben immer darauf gedrängt, dass wir barrierefreie Angebote ausbauen beim RBB. Das ist auch zugesagt und das wird auch weiter ausgebaut werden. Da gibt es die Zusage der Intendanz. Also in der Sache selber kommen wir da auch voran. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Gelbhaar. Herr Gelbhaar, bitteschön. Eins, zwei. Ah ja. Ich wollte nur nachfragen, warum dann SPD und CDU gemeinsam einen Antrag gestellt haben, um die Zusammensetzung des Rundfunkrates genau an dieser Stelle zu verändern, um eine Vertretung der Behinderten dort zu ermöglichen. Ich wusste haargenau, dass dieser Beitrag von Ihnen jetzt kommt, weil es ist ein leichtes für Sie. Das haben Sie geschenkt, dass Sie jetzt hier auf unseren Antrag nochmal rekurrieren. Es ist der Wille der SPD-Fraktion, dass wir hier zu einer stärkeren Vertretung dieser Gruppen kommen. Es hat sich in diesem Staatsvertragsentwurf nicht durchsetzen lassen. Und deswegen werden wir mit diesem Kompromiss erstmal leben. Und wir werden in einem nächsten Durchgang in einigen Jahren uns an diese Sache erinnern und gucken, ob wir da zu Änderungen kommen müssen. Ich möchte zum letzten wichtigen Stichwort kommen, und das betrifft natürlich die Vertretung der Freien beim RBB. Und natürlich ist es klar, man kann sich dort verschiedene Modelle vorstellen. Man kann sich vorstellen, dass die im Personalrat vertreten sind. Man kann sich aber auch vorstellen, dass es eine eigene Freien Vertretung gibt, so wie der
Staatsvertrag dies jetzt vorsieht. Und es ist nicht so, Herr Gelbhaar, dass es von Gnaden der Arbeitgeberin oder der Intendantin stattfindet, sondern jetzt ist vorgesehen, es wird eine institutionalisierte, per Staatsvertrag und Gesetz abgesicherte eigene Vertretung der Freien geben. Es wird ein Statut geben, das nicht, Herr Gelbhaar, oktroyiert wird von der Intendantin oder der Arbeitgeberin, sondern von dem Rundfunkrat genehmigt werden muss. Und wir gehen davon aus, dass bei der Abfassung dieses Statuts natürlich auch die Interessen der Freien von vornherein mit berücksichtigt werden und dass wir dann eine echte Verbesserung für die Personalvertretung dieser wichtigen Gruppe beim RBB haben werden. Alles in allem, meine Damen und Herren, wir haben ja auch noch einen anderen Staatsvertrag, den Medienstaatsvertrag, der ist aber so weit im Konsens, dass wir, glaube ich, hier nicht auf Details eingehen müssen. Da geht es ja um den Vorwegabzug und andere Regelungen. Ich kann zusammenfassen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich empfehle Annahme dieser beiden Staatsvertragsentwürfe. Sie sind für die Zusammenarbeit zwischen den Ländern auf dem Gebiet des Rundfunks und der Medien insgesamt sehr wichtig und werden in die Zukunft weisen. Dankeschön.